Unser Hauptuhrmacher, der ist schon seit Beginn dabei und der hört schon nur, der ist Musiker nebendran und der hört schon, was falsch ist, was richtig ist. Der dreht und weiß schon, ah, das und jenes, das Teil, das muss ausgetauscht werden. Ja, also was also natürlich das Wichtigste ist eigentlich, von Frankreich kommt der Luxus. Und deswegen war für unseren Vater von Anfang an klar, dass es ein französischer Name soll sein. De ist immer ein Adelsabzeichen, also könnte man sagen, wir sind adlig, von De Mauriac. Und dann gibt es eine Spannung zwischen Maurice de Mauriac, wo sehr fein ist, und Zürich, wo sehr heiß, scharf ist, deswegen konnotativ eigentlich interessante Mischung. Und dazu ist noch wichtig zu sagen, Michel de Montaigne, das ist M de M, Rue Montaigne ist die teuerste Straße in Paris, das ist ein der Lieblingsessayist von unserem Vater, und deswegen eigentlich diese Zusammensetzung von verschiedenen Faktoren, wo schlussendlich zu Maurice de Mauriac geführt haben. Also der Mensch liegt bei ihm wie bei uns im Mittelpunkt. Es sind eigentlich die Leute, die interessant sind. Die Leute kommen hierher und wir wollen wissen, wer steht dahinter, wer trägt unsere Uhren. Es ist nicht irgendjemand, sondern das kommt ins Design mit rein, mit der Beratung. Wir wollen wissen, wie wird die Uhr getragen? Warum trägt er eine Uhr? Weil es gibt so viele Brands und uns ist einfach wichtig, dass die Person sich auch wohlfühlt und ernst genommen fühlt. Ja, sie haben uns aufwachsen gesehen und mein Vater sagt immer, wir sind Menschensammler, und so würde ich uns auch bezeichnen. Es ist die einzelne Beziehung zu den Kunden, die eigentlich wichtig ist. Wir dürfen und gehen immer eins zu eins. Also wir wollen die Geschichte verstehen, wer da reinkommt, und so wird auch jeder behandelt. Also es ist völlig egal, wie er aussieht, welche Hautfarbe hat, oder das spielt gar keine Rolle. Wir wollen eigentlich in die Seele schauen und dazu die richtige Uhr aussuchen für diesen jemanden. Bei uns gibt es, also es gibt alles. Es gibt vom Kunden, der ist im Stress und möchte eigentlich nur ein schnelles Geschenk kaufen. Dann haben wir unsere L-Serie. L kommt von Linie, und da hat mein Vater immer gesagt, jetzt haben wir endlich mal eine Linie, die da wählt man nur noch mal Boro Rot oder Grün und es kann in 5 Minuten wieder draußen sein. Wobei, wenn man eine Uhr komplett individualisiert mit uns, dann kommen die bis zu 3 Mal kommen sie und möchten das und das sehen, und da sind wir natürlich bereit und wir nehmen uns auch die Zeit, und es macht uns auch Freude. Manchmal weiß man genau, man schaut die erste Uhr an, er hat sich eigentlich schon verliebt, aber er möchte trotzdem alles sehen. Dann zeigst du ihm alles 2 Stunden lang und am Schluss sagt er wieder, nein, aber ich nehme die erste, und du wusstest von Anfang an, er wird die erste nehmen. Aber das ist der Mensch, und für das sind wir da, und wir wollen, dass der das Wichtigste ist. Also wir sagen ein bisschen, das ist Disneyland für Erwachsene. Also das Wichtigste ist, Spaß zu haben und mit einem Produkt herauszugehen, wo man stolz ist und Spaß daran hat, und das möglichst jeden Tag. Also bei uns kann man ziemlich viel individualisieren. Das kann man eigentlich zurückstufen. Man sieht, das kommt eigentlich daher, dass unser Vater das gestartet hat und nicht 100 verschiedene Gehäuse anbieten konnte, weil jedes Mal musste man 10.000 Stück nehmen. Und wenn da dann ein Fehler ist oder die Kunden das nicht mögen, kann er nicht gleich das wegschmeißen und neu wieder investieren. Und das kam eigentlich aus der Not heraus. Früher gab es das noch gar nicht. Die Leute hatten ein Band, eine Uhr, that's it. Heutzutage fangen immer mehr Brands an, 2, 3 Bänder anzubieten. Und bei uns ist es einfach wichtig, dass ein Kunde reinkommt und sagt, hey, ich mag Braun, aber ich mag nicht das Braun, ich möchte was anderes, ich möchte noch ein bisschen was von mir selbst in der Uhr haben. Und dadurch haben wir dann verschiedene Zeiger entwickelt, Farben, Gehäuse,
Bänder, okay. Und am Schluss kann man eigentlich von Zifferblatt über Gehäuse, Zeiger, Band, alles selber mitentscheiden. Also, es ist ja eine vierjährige Lehre und danach ist man Uhrmacher offiziell. Allerdings heißt das noch lange nicht, dass man alles kann. Das ist ja wie die Köche, die müssen dann auch, je weiter, je länger man kocht, desto besser wird man. Und dann entscheidet man sich auch ein bisschen für eine Richtung, für seinen Style. Und bei uns, unsere Uhrmacher sind schon, unser Hauptuhrmacher, der ist schon seit Beginn dabei. Und der hört schon nur, der ist Musiker nebendran und der hört schon, was falsch ist, was richtig ist. Der dreht und weiß schon, ah, das und jene, das Teil, das muss ausgetauscht werden. Also es ist extrem viel Wissen. Am Anfang, eben nach der Lehre, kann man vielleicht ein Werk, aber es gibt so viele verschiedene. Und jedes ist noch ein bisschen anders aufgebaut. Das muss man halt alles über die Zeit lernen. Bei der Grand Cœur ging es eigentlich darum, das Erbe von unserem Vater in eine Uhr zu bringen. Und Grand Cœur, auf Französisch großes Herz. Der Prozess, zu dieser Uhr zu kommen, ging vom Start der Idee bis zur Umsetzung etwa 2 Jahre. Also da gingen wir zum Werkhersteller, das ist Concepto in La Chaux-de-Fonds. Der ist ein großer Hersteller, hat eine eigene Fabrik. Und wir haben ihm einfach gesagt, wir lieben skelettierte Uhren, aber oftmals sind sie zu unruhig. Also man kann kaum mehr die Zeit lesen. Mhm. Und hier ging es uns darum, eine Skeleton-Uhr herzustellen. Aber nur das Wichtigste soll skelettiert sein, die Unruhe, eigentlich das Herz der Uhr. Und nun haben wir das skelettiert, das Herz herausgenommen, dass man direkt hereinsehen. Und wenn man sie jetzt gegen das Licht hält, sieht man wie das rote pumpende Herz, weil hinten haben wir ein rotes Saphirglas. Ja. Und die letzte Uhr von meinem Vater, L3 Seas Red, hat ein rotes Saphirglas als eine von der ersten, die ich trage. Ja. Und da war wirklich, die Unruhe haben wir nach vorne genommen, damit man sie besser sieht. Und das ist eigentlich limitiert auf 48 Stück für Tödlichstraße 48, wo sie das erste Mal geschlagen hat. Und das ist wirklich eigentlich die Leute, die kaufen, die meisten von diesen Kunden, haben entweder einen neuen Schritt gewagt im Leben, eine neue Firma gegründet, ein Kind bekommen. Irgendwas Neues, Wichtiges ist passiert bei ihnen. Ja. Und das ist wie, weil es ist wie ein Erbe, es ist wie ein neuer Schritt. Das ist eine neue Stage vom Leben. Und da haben wir viele Kunden, die gesagt haben, ja, das ist so bedeutend, ja, das passt einfach zu mir. Und die Uhr auch. Ja, also die Uhrmacherkurse sind eben sehr interessant, weil es hat eigentlich mit der Digitalisierung zu tun. Durch die Digitalisierung ist man die ganze Zeit am Handy, alles wird virtuell und dann gibt es eigentlich eine Gegenbewegung und die hat bei uns dazu geführt, dass enorm viele Anfragen für Uhrmacherkurse gibt. In diesem baut man die Uhr auseinander, sieht eigentlich, was die Uhr zum Ticken bringt und versucht sie dann wieder als Gruppe zusammenzubauen. Und wir haben schon verschiedene Banken, also man kann bis zu 20 Personen können hier den Uhrmacherkurs besuchen. Wo findet ihr das statt? Hier im Atelier. Also man könnte es auch, wenn jetzt jemand Spezielles möchte, kann man auch im Raum Zürich das zu Hause anbieten. Also das gäbe es auch. Und ja, und sind da die Menschen überrascht, was da alles da drin steckt? Wie schwer das ist und wie klein die Teile sind, die Schrauben. Man kennt sie ja vielleicht von IKEA, die Schrauben, aber dann so Uhrmacher oder Uhrwerke, die sind so klein und wir arbeiten an einem jetzt, das ist ein bisschen größer. Es ist immer noch, die Leute sind schockiert und sie sagen, nach einer Stunde mögen sie, nachher nicht mehr eineinhalb. Und die Uhrmacher machen das jeden Tag durchgehend. Also es ist schon sehr eine wichtige Mikromechanik, Aufgabe, die man sehr fokussiert machen muss. Mhm. Also ich denke, wichtig ist einfach, dass wir einen gesunden Wachstum haben, dass wir größer werden können, aber in einem Rahmen, wo für uns beide funktioniert.
und dass wir einfach eben, vielleicht gibt es mal einen Laden irgendwo anders. Wir hatten letzte Woche einen Kunden, der fand das System so cool, der würde gerne einen eigenen Laden eröffnen in Belgrad, und wir haben noch nie auf die Idee gekommen, einen Laden zu eröffnen in Belgrad. Aber eben manchmal haben, also oder oft haben die Kunden eigentlich die Idee, und ja, wenn sie, und wir sind einfach mit dabei, und also wir orientieren uns auch ein bisschen an Freitag. Markus Freitag hat auch eine Uhr von uns, und wir versuchen auch nicht in Hierarchien zu denken, sondern mehr in Kreisen und eigentlich die Stufe möglichst bei jedem gleich zu halten. Und natürlich der Standort Zürich soll bleiben.